Ich grüße euch mal wieder. Ich war gerade bei Real, habe mir diese Figur geholt, weil sie runtergesetzt war auf 3 Euro. Da habe ich mir gedacht, 3 Euro kannst du machen. War von 7 Euro auf 5 Euro auf 3 Euro. Eine Ghostbusters-Figur. Die App bin ich auch gerade am Runterladen, die man dafür verwenden kann. So, dann wollen wir doch einfach mal gucken, was wir für 3 Euro bekommen. Na, komm her. So, ein bisschen Plastik. So, komm raus hier. Was ist denn das? Okay, ist das alles? Da kriegen wir noch mal ein paar Aufkleber. Okay, die Aufkleber mache ich nachher drauf. Da habe ich jetzt so knatschen in meinen Stuhl, so da habe ich jetzt keine Lust drauf. Was ist das? Okay, dafür brauchen wir eine Anleitung. Aber es gibt so schönes Playmobil, das muss ich ja jetzt mal dazu sagen. Ich wäre gerne noch mal ein Kind. Damals zu meiner Jugendzeit gab es nicht so viele Sachen. So, jetzt haben wir hier die Bedienungsanleitung oder die Aufbauanleitung. So. Upsala. Zack. Hier hin. So, als erstes bauen wir mal die Geisterfalle zusammen. Da kommen jetzt eigentlich die Aufkleber drauf. Oh mein Gott, warum? Welcher Aufkleber kommt denn da drauf? Der da. Will ich den da jetzt drauf machen? Nee, eigentlich nicht. Das mache ich später. Da habe ich jetzt keine Lust zu. So, dann nehmen wir das. Dann drücken wir das da drauf. Bam. Dann nehmen wir die Klappen von der Geisterfalle, oder? Sieht natürlich wesentlich cooler aus, wenn die Aufkleber noch drauf wären. Eigentlich müsste ich es machen. Ah nein. So. Na komm. Zack. So. Das ist drauf. Das ist drauf. Dann nehmen wir das noch. Nein, das nicht. Ah, jetzt bin ich verwirrt. Okay. Das ist die Fußstütze von dieser Geisterfalle. Nein. Die Fußstütze, so ein Quatsch. So, dann kommt da dieses Teil drauf mit dem dunklen nach hinten. Und wir brauchen noch, wo ist denn? Wo ist denn? Da ist es. Na, das hier durch, das hier rein. So, Geisterfalle, fertig. Ist auf Bekleben. So, dann brauchen wir das da. Muss ich das noch so komisch falten? Was soll denn das? So. So. Na gut, das ist relativ simpel zu falten. So. So. Zack. Hier rein. Bam. Und hier rein. Bam. Ah, das machen wir dann sozusagen über die Falle drüber, wenn wir das mit dieser wundervollen Handy-App machen. Was wir natürlich machen werden, hier habe ich die Handy-App schon mal vorgeladen. Playmogram oder so heißt die. Öffnen. Ich öffne die schon mal. So. Hä? Entweder das oder direkt bei Dunkelheit. Das ist ja schon mal schön. Warte, wir können ja die Handy-App schon mal nebenbei auswählen hier. Wir können hier schon mal Playmogram. Dann machen wir das. Dann machen wir, ja, das machen wir gleich. Bitte wähle deine Figur. Oh, wir können verschiedene. Ah, das ist ja nice. Im Endeffekt wird die Figur dann nur. Ich verstehe. Die wird dann nur rein projiziert. Okay, dann fangen wir jetzt mal weiter an. Dann machen wir mal mit ihmchen hier weiter. Der kriegt seine beiden Handschuhe. Einen für die Seite. Ich hoffe, ich nehme die richtigen Seiten. Ansonsten hat
da ein Bash hier habt, dann einen hier, zack. Dann kriegt er sein, den müssen wir erstmal installieren hier. Der ist vorinstalliert, dann machen wir hier, wo machen wir den denn dran, ne? Da. Dann hat er hier sein, wie heißt denn dieser komische Strahler da nochmal, was soll denn das? Ich hab's schon wieder vergessen. Den klicken wir hier in die Seite rein. Dann ist das auch schon mal, obwohl, da gehört noch der dran, Schande. Den machen wir jetzt erstmal so nach hinten, damit wir ihm das Teil auch umwerfen können. Naja, sieht aus, als hätte er einen verkackten Düsenantrieb. Okay, dann machen wir es mal anders. Dann machen wir es mal nach oben. Sieht genauso gay aus, aber nicht so schlimm. So, dann nehmen wir dieses wundervolle Teil hier. Bauen das zusammen. Gestattet auf den Kopf gesetzt. Bam. So, was brauchen wir denn noch? Dann brauchen wir noch dieses. Verdammt. Da kommen die Teile hier rein. Eins. Zwei. Drei. Der dritte hält nicht. Das ist ja voll doof. Da ist das Loch zu groß. So. Fünf. Wo kommt denn die fünf ran? Ah, okay, jetzt habe ich was vergessen. Jetzt hat er hier noch so einen komischen Scanner, der kommt hier hinten dran an sein, komisches Nachtsichtgerät-Teil. Das hat er hier in der Hand, bam. Oder sie. Und dann war es das auch schon, scheinbar. So, das war's. So, jetzt ist die Figur fertig. Jetzt haben wir hier, bam. Das ist jetzt, das wird jetzt interessant, ob das funktioniert. Hier haben wir dieses, hier können wir dann ein Monster auswählen. Ich mache mal ein bisschen weiter runter. Können wir uns dann ein schleimiges Monster auswählen. Hier nehmen wir natürlich Slimer. Den kenne ich. So, stellen Sie die Helligkeit auf maximale Leuchtkraft. Auf maximale Leuchtkraft. Das muss ich aber anders machen. Maximale Leuchtkraft. Bam, haben wir. So. Verdunkeln Sie den Raum, damit das Hologramm besser zu sehen ist. Okay, auch das tun. Ich habe ihn jetzt ein bisschen verdunkelt. Ich hoffe, ihr könnt noch was sehen. Ja. So, stelle die Hologrammpyramide auf die markierte Stelle auf dem Display. Bam, LAN, Hologrammpyramide hier, hier ist sie, hier ist die Hologrammpyramide, los. Okay, haben wir. Und jetzt? Ich bin verwirrt. Was soll das denn bringen? Ich kann das hier auch drüber stellen. Okay. Okay, ich begreife. Wartet. Kamera jetzt mal ein bisschen. Nein, wartet, das machen wir anders. Im Endeffekt guckt ihr dann hier so rein und dann. Ja. Und dann drücke ich hier drauf. Ach, das ist ja witzig. Dann kann ich den Geist auch wieder freilassen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Es
sieht auf jeden Fall ultra witzig aus. Das mache ich wieder. Okay. Das ist mal ganz cool. Das ist mir was. Das kann man wirklich nur erkennen, wenn man ganz Alter, in diese Pyramide reinguckt. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Könnt mir gerne einen Kommentar da lassen. Bis dann, ciao.